Der Concorde Cruiser zusammen mit Luca Reimers und hier ein ausgewachsenes Modell, ein Atego 1230. Und ich habe vorgeschlagen, komm, lass uns doch mal nochmal den Cruiser machen. Und da hast du gesagt, ey, da sind wir voll die Spezialisten für. Ist das wirklich so, Luca? Absolut. Wenn der Chef den Cruiser fährt, dann heißt das was. Das heißt, dass er sein Lieblingsfahrzeug ist und das hat seine Gründe. Komm, wir schauen uns den mal an. Wenn man zurückgeht, dann sieht man, es ist, also ich sage immer so, es ist ein Teilintegrierter und damit habe ich ja gar nicht Unrecht. Denn das Fahrerhaus ist ja komplett zu erkennen, aber diese Kategorie nennt man Alkoven. Und das Alkovenfahrzeug, das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen einen schlechten Ruf bei den kleineren Fahrzeugen unter 100.000 Euro, weil die unglaublich teilweise hässlich waren, mit so einem riesen Buckel, Walbuckel obendrauf. In der Vermietung sind die explodiert, weil die total familienfreundlich sind mit allem drum und dran. Aber hier in der Ausführung hier mit dem schönen Atego-Fahrgestell, ist das nicht wunderschön? Das hat damit auch gar nichts mehr zu tun. Das ist auch, wenn man sich die gesamte Form anschaut, so perfekt integriert. Und der neue Alkoven ist natürlich ein echtes Highlight. Ja, was ist denn der Vorteil an einem Teilintegrierten, bei dem das Fahrerhaus getrennt ist vom Rest? Wir haben natürlich ganz andere Isolationswerte, weil wir direkt hinter dem Fahrerhaus eine komplett durchgehende Sandwichwand haben, also keine unisolierte Frontscheibe. Und des Weiteren ist es natürlich so, dass ich dieses gesamte Originalfahrerhaus habe und damit sind die Servicekosten und so weiter natürlich auch niedriger. Die haben in der Beschriftung hier draußen, im Design, in dem Dekorfolienpaket etwas ganz Tolles gemacht. Sie haben die Linie, schau mal hier, von der unteren Kante des Alkoven leicht ansteigend nach hinten gehoben. Und dadurch bekommt er eine Dynamik hier drin, die unglaublich schön ist. Also ich sag mal so, wenn du davor stehst und überlegst dir, wie lange ist das hier zeitlos? Ich kann mir vorstellen, dass du 15, 20 Jahre Spaß haben wirst hiermit. Mit Sicherheit. Es ist einfach perfekt integriert und darum geht es ja gerade beim Alkoven, dass es so unauffällig wie möglich ist und das ist hier hundertprozentig gelungen. Ja, das ist glasfaserverstärkter Kunststoff, der kann repariert werden, weil leider passiert es schon mal, wenn man unter Bäumen ist, das kennst du selber, P1, dann passiert es denn doch mal. Du hast keinen rausgeschickt, trotz Rundumkamera, die ist ja nicht auf dem Dach drauf, dann triffst du das mal, das kann man reparieren. Ja, das kann man reparieren, ich würde natürlich nie zugeben, dass ich es gewesen bin, aber das Spannende ist an dieser Geschichte, es ist eine komplett neu konstruierte Alkoven, wir hatten ja vorher eine GFK-Schale gehabt, in diesem Fall handelt es sich jetzt aber um einen Voll-Sandwich-Alkoven, der anschließend von außen GFK-Teile angebaut bekommen hat. Das heißt, wir haben die Isolation eines vollisolierten Alkovens und das Design eines GFK-Alkovens vereint. Ja, das kann man sehr schön sehen, indem diese Wand nämlich durchgehend ist von vorne bis zum Alkoven. Das ist das, was du meinst, gell? Genau, richtig. Und dadurch hast du natürlich, ja, schau mal, auch die Optik, die einen dann zweifeln lässt. Irgendwas stimmt hier nicht, denkt man. Weil der Alkoven, der sieht eher aus wie ein Spoiler im Moment, oder? Es ist einfach eine Sportlichkeit. Durch die komplette nach vorne ziehen des Alkovens hat er einfach eine geniale Linienführung nach hinten und er wirkt einfach nicht so groß, wie das Fahrzeug am Ende des Tages auch wirklich ist. Die Anarbeitung an den Hauptaufbau, der ist so aerodynamisch geformt. Guck mal hier, wie das stufenlos ineinander übergeht. Komplettes Formteil, was hier angesetzt wird. Hier haben wir noch Original. Hier ist der Aufbau und hier bekommen wir das komplette Formteil rumgesetzt. Der Atego ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein absolutes Wunder. Er ist ausreichend, glaube ich, für die Tonnage, vollkommen. Absolut. Das ist ja ein 12-Tonner. Wir haben ja hier draußen die 1230 stehen, also 12 Tonnen, 300 PS knapp. Und Drehmoment pur. So ist es. Also den zu fahren tatsächlich macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil es ja ein sehr leichter LKW ist und durch den ganz kurzen Radstand, den wir hier haben, ist auch extrem wendig. Wie lang ist denn der insgesamt? Ja, wir haben jetzt hier eine Gesamtlänge des Fahrzeugs von 8,99 Meter, also wir sind knapp unter 9 Meter. Knapp unter 9 Meter und wenn ich jetzt mal die Preisliste gucke, 576.585, wir sind gar nicht so weit weg vom Charisma, der gegenübersteht. Und hier wurde ja wirklich alles angegeben, was technisch einfach umsetzbar war. Wenn man die Liste einmal durchgeht, der ist top ausgestattet. So, Cruiser 890 RLA, Grundpreis 416.000 Euro. Der hat natürlich viele Sachen, braucht der gar nicht mehr. Der Iveco Daily dann braucht eine Spurverbreiterung, die brauchst du ja nicht. Das ist nicht notwendig. Der hat serienmäßig die Spur von Mercedes ist derart ausreichend. Das ist da keine weitere Verbreiterung notwendig. Brauchst du eine Wirbelstrom-Zusatzbremse hier?
Auch das ist nicht notwendig, weil wir genau wie bei MAN auch hier eine Motorbremse haben. Brauchst du ein Chassis-Paket mit Automatikgetriebe? Alles nicht notwendig. Also insofern, das Fahrzeug, das komplette Grundchassis, was wir bekommen, ehrlich gesagt, ist ja für ein Reisemobil fast etwas überdimensioniert und entsprechend sind hier keine Anpassungen notwendig. Das Heck ist noch ein Stückchen höher, dadurch wirkt das Fahrzeug insgesamt natürlich in Verbindung mit den etwas größeren Reifen unglaublich agil. Das Einzige, wo man aufpassen muss, das sage ich immer bei solchen großen Fahrzeugen, ist, wenn man neben einer Bordsteinkante parkt und dann die Treppe runterlässt. Je nachdem, wie die Luftfederung runtergelassen ist, kann es sein, dass die Treppenabdeckung den Bordstein trifft. Ja. Muss man am besten die Tür vorher aufmachen, einmal schauen, aber es ist schon jedem passiert. Also jedem passiert, kann man auch reparieren. Ja, natürlich. Gerade GFK ist ja leicht zu reparieren, das ist kein Thema. Ja, viele Dinge sind aus GFK, die ganze Heckmaske aus GFK. Hier ist jetzt eine Anhängerkupplung mit dabei. Könnte ich hier jetzt auch einen Motorradträger noch hinten anbringen? Könnte das gehen? Wir können den Rahmen nach hinten raus verlängern. Also insofern ist ein Motorradträger möglich. Wir müssen nur schauen, dass wir die zulässige Achslast einhalten. Aber da gibt es für alles eine Lösung. Ist eine Lösung. Also je weiter er nach hinten rauskommt, desto mehr Hebel habe ich. Aber ich stelle mir jetzt so etwas vor, wo ich die Motorräder so tief runterfahren kann und dann anschließend, wenn ich da bin, habe ich gesehen, mal von Vitec mit so einer Hydraulik, dass ich die hochkurbeln kann einfach und dann sind die dann anschließend hier oben, so eine Crossmaschine stelle ich mir. Würde es gehen? Vitec bauen wir tatsächlich bei uns sehr häufig ein. Die haben auch diese Auszugssysteme und so weiter und die haben da wirklich geniale Lösungen. Und auch da gilt wieder, das Motorrad gerne mal rüberschicken, was es für ein Typ ist. Dann schauen wir uns die Kilo an und dann kann man individuell den passenden Träger dafür auswählen. Ja, jetzt habe ich hier entspanntes Cruisen, das kann man schon sagen. Die haben ja eine Begrenzung drin. Also ich habe ja jetzt einen 4x4 Iveco Daily bekommen von Concorde. Der ist bei 107 Tacho, Feierabend. Ja. Wie ist das denn hier? Ich habe selbst den noch nicht auf die Spitze ausgefahren, aber der ist mindestens bis 115 frei. Nicht, dass ich ausgefahren bin, das habe ich natürlich von Dritten erfahren. Insofern... Alles klar, verstehe ich. So, wir schauen mal kurz hoch. Da ist eine Rückfahrkamera mit drauf, da ist ein Rundumsystem mit drauf. Der Spoiler, der erinnert so ein bisschen an Flydeck von der Yacht. Auch gerade das ist ja wieder so eine Sache, die das Heck luftiger macht, weil der Spoiler leicht drüber steht. Und der Sinn ist da tatsächlich dahinter, dass wir hier den Wasserdurchfluss haben, weil wir haben an den beiden Seiten links und rechts integrierte Regenrinnen und das Wasser fließt hier über das Heck und vorne an zwei weiteren Aussässen komplett ab. Luca, du bist der Fachmann. Warum hat man die Rückfahrkamera denn hier nicht in den Spoiler integriert? Ist es eine Doppelschutter hier? Ja, gibt es ab Werk leider noch nicht, aber wir bieten es an bei uns. Ihr bietet es an, ihr könnt es nachrüsten. Hier haben wir Echtglas im Einsatz. Ja, wir müssen schauen, also die hintere Scheibe ist vollflächig eingeklebt, weil das so eine sehr große Scheibe tatsächlich ist. Wenn wir auf die Seitengrafik schauen, dann kann man hier auch Echtglasfenster bekommen. Und die sind in diesem Fall auch komplett hier mit verbaut. Die einzige ist somit hinten, ist die einzige, die aus Kunststoff ist. Was hat das einen Vorteil, so ein Echtglas? Es ist einfach deutlich kratzresistenter. Am Heck wird mir so schnell eine Scheibe nicht zerkratzen, weil da fahre ich ja nicht an Ästen längs. Zudem ist einfach eine Scheibe von der gesamten Optik, von der gesamten Haptik einfach deutlich höhere Qualität. Es ist nahezu unmöglich, Äste im Fahrzeugleben immer zu vermeiden. Also ich habe es ganz oft, da fährst du irgendwo durch, da hat jemand die Stadtverwaltung die Bäume nicht geschnitten und so weiter und so fort. Ja. Die Stadtverwaltung war schuld. Sag mal hier, diese Folien, die außen drauf sind, wie lange halten die denn? Das ist ein sehr schwieriges Thema. Tatsächlich halten die an sich sehr lange. Jedoch hängt es immer ganz davon ab, wo ich unterwegs bin. Wenn ich natürlich in salzigen Gegenden unterwegs bin, wo ich eine sehr hohe Luftfeuchte habe, sehr viel Sonneneinstrahlung, dann kann es sein, dass sie mal nach 7, 8 Jahren neu gemacht werden müssen, aber sind ja nur oberflächlich verklebt. Das heißt, ich kann sie einfach entfernen und neu aufkleben. Man sollte nicht zu lange warten, weil wenn man zu lange wartet, ist der Kleber komplett ausgehärtet und dann ist das Abmachen eine kostspielige Sache, oder? Ja, das Thema ist tatsächlich, dass sich der Kleber häufig mit dem Lack verbindet und das ist dann auch ein Thema, dass wir wieder runterzubekommen, aber dafür gibt es Mittel und Wege. Das ist wirklich so. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Es dauert halt einfach nur länger. Hier ist unten drunter dann das Chemiewerk, ja, was man da mit drin hat, AdBlue. Brauche ich mich um nichts zu kümmern. Den Service für das Fahrzeug, den macht ja Mercedes-Benz. Kommen die denn auch an den Motor ran?
Gerade beim Alkoven der große Vorteil, ich kann den Wagen abstellen bei Mercedes-Benz, mache die Zwischentür zu, schließe sie sogar ab und die Monteure gehen rein nur ins Fahrerhaus und alles ist original Mercedes. Insofern keine anderen Kosten als beim normalen Atego. Die haben in der Mitte, haben den Zugang zum Motor und kommen auch da überall ran. Diese Klappen, wie gehen die denn auf? Weißt du es? Wir haben hier vorne in den Schürzenklappen kleine Schließzylinder integriert. Das heißt, jedes Fach, an das ich ran muss, kann ich öffnen. Alle anderen Fächer, wie jetzt hier zum Beispiel vorne, wo die AdBlue-Abgasanlage verbaut ist, das ist ein geschlossenes Bauteil. Und hier oben, wie mache ich die auf? Das sind die Touch-Systeme von Concorde. Wir können hier einfach über einen Taster, der hier integriert ist, die Klappe öffnen. Die springt etwas hervor. Dann kann ich sie nach oben komplett anschlagen und über den Dämpfer wird sie gehalten. Genau, wenn du die mal zumachst, da gibt es einen kleinen Trick, den können wir gleich mal zeigen, die kann man durchladen. Das ist die Hydraulik für die Hubstützenanlage, bitte mal schließen die Klappe und dann sieht man sehr schön, wenn man sich das mittlere Scharnier nimmt, so zum Peilen und da mit dem Finger praktisch eine Linie nach unten bildet, da muss man wo drauf drücken? Und zwei Finger breit darüber ist immer der Punkt. Okay, also ein bisschen Übung kriegt man das hin. Ja, man kennt ja sein Fahrzeug nach einiger Zeit, insofern. Nach ein paar Jahren kennt man es. Sollte so sein, ja. So, die Aufbautür wieder rein, Composite, die drin ist, das ist ja natürlich vollkommen gleich. Du sagst natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, möchte ein bisschen was mitnehmen und so weiter und so fort, sollte man den C-Führerschein machen oder CE-Führerschein, das hat enorme Vorteile. Also hier kommen wir auch nicht mehr drum rum. Es gibt bei Concorde beim Mercedes Atego nicht die Möglichkeit, unter 7,5 Tonnen zu bleiben. Es ist ja auch schon wirklich eine sehr knappe Kalkulation. Wenn ich jetzt hier bei 12 Tonnen bin, habe ich eine ganz reelle Zuladung, muss darüber keine Gedanken mehr machen. Also lieber den Führerschein machen, das Thema ist erledigt. Komm, wir gehen mal rein, gucken uns das Ganze an. Der Cruiser 890 RLA, wie er hier steht, 576.585 Euro. 2023, wir sind auf dem Karaman-Salon. Die Tür ist schön beledert, das sieht man. Aber diese Aufbautür ist auch wirklich, das ist so das Gesicht des Hauses, was du hast. Ja. Sie können ruhig kommen, wir lassen die Gäste mal. Die beißen nicht. Die beißen nicht, nee, die Concorde-Leute beißen eh nicht. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber es ist eine Yacht auf Rädern, so viel kann man sagen. Und diese Yacht auf Rädern hat jetzt einen Grundriss, der macht mich sprachlos. Es ist ein Hecksitz, es ist keine Rundsitzgruppe, es ist eine riesengroße, doch, es ist eine Rundsitzgruppe, eine U-Sitzgruppe. Aber ich bin beeindruckt von dieser, ist das 2,50 Meter Breite hier? Das sind 2,50 Meter Breite tatsächlich. Das merkst du? Genau, das merkst du sofort, ja. Und wenn man sich das anschaut, das ist ja eine richtige Liegewiese. Auch mit den Lounge-Kopfstützen, die wir jetzt neuerdings haben. Die Couch vorne ist sogar aussehbar, kann ich gleich gerne nochmal zeigen. Also hier kann man sich richtig gemütlich machen, auch wenn man mal mit 3-4 Leuten abends zusammensitzt. Boah, die Stehhöhe ist ja genial. Bleib mal sitzen, Luca. Bleib mal gerade sitzen. Ich muss dich mal als lebendes Metermaß gleich mal daneben halten, dass wir das mal haben. So, ich filme jetzt in den Raum rein. Könnt ihr mal sehen, da ist der Luca. Bitte mal winken. Also kopffrei ohne Ende. Da ist er drin. 8,90 Meter, das ist ein extrem kompaktes Maß. Du bist von der Höhe noch mal höher als beim stärksten 7,5 Tonner. Tatsächlich, also wir sind hier schon knapp an der 4-Meter-Grenze, 3,90 Meter. Wir empfehlen auch immer, eine Dachkamera zusätzlich zu wählen, dass man dann auf Stellplätzen, Essen und so weiter so ein bisschen im Blick behalten kann. Aber im Grunde genommen, ab nun 3,70 oder 3,90 macht nicht mehr den großen Unterschied. Bitte kauft euch die Dachkamera, denn ihr könnt mit einer 360-Grad-Kamera nicht aufs Dach gucken. Und die Äste sind echt mies oder schickt jemand raus. Also das lernst du ja bei der C-Prüfung. Ja, jemand vorzuschicken hat ja auch Sinn. Aber die Dachkamera, wo wäre die denn platziert? Wo würdet ihr die draufsetzen? Es ist je nach Modell unterschiedlich. Es sind auch tatsächlich zwei Kameras, weil eine zeigt nach vorne, eine nach hinten. Relativ mittig im Fahrzeug. Und dann gibt es Anpeilungspunkte links und rechts, so kleine Antennen. Tatsächlich ist die Dachantenne relativ günstig, sie kostet 1.800 Euro. Wenn ich jetzt einen Schaden hätte, weil ich meine Satellitenanlage anfahre, ist der Schaden bei Weitem größer. Also wirklich, kauft euch das Dachding, weil viele fahren dann rückwärts rein und das Schlimme sind nicht nur Äste und Bäume, sondern sind Dachüberstände. Ja, das geht auch schneller, als man das sich vorstellt. Schneller, als wie man glaubt. So, ich guck mal gerade. Hier vorne siehst du die Küche. Die ist auch sehr, sehr üppig. Bei der Tonnage kannst du natürlich auch eine Spülmaschine verbauen. Wir können mal schauen. Da ist eine große Schublade. Das sieht verdächtig nach Fischer und Paykel aus Neuseeland. Das ist auch tatsächlich die Waschmaschine oder der Geschirrspüler, der auch während der Fahrt betrieben werden kann.
das ist oben geschlossen. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, bitte ist Spüli reinkippen, weil dann ist es mir tatsächlich schon gelungen, ja, dass der Schaum ein bisschen oben drüber kam, ja. Weil ich hatte kein Geschirrspülmittel mehr. Stand aber in der Anleitung drin, machen Sie keinen Spüli rein, ja. Aber das davor gelesen oder das danach gelesen? Ich habe es danach gelesen. Okay. Nein, ich wusste aber, dass es irgendwas kommt. Aber die Spülmaschine, ganz, ganz wichtig, darf während der Fahrt betrieben werden. Mach sie bitte nochmal auf. Und da habe ich tatsächlich für eine vierköpfige Familie ein komplettes Service 3 Tage lang sammeln können. Und das machst du, das sammelst du komplett, dann machst du sie an. Es dauert ungefähr 3 Stunden und dann ist alles sauber und du kannst es direkt wieder rausnehmen. Und vor allem steht das Geschirr nicht im Weg. Ich kann eine Kaffeetasse morgens schon mal reinpacken, mittags das ganze Besteck ebenfalls rein und abends mache ich den dann an. Genial. Also hat meine Tochter direkt vermisst, hat gesagt, das nächste Auto muss eine Spülmaschine haben. Habe ich gesagt, naja, ist ja nicht ganz billig. Die kostet, glaube ich, mit Einbau 3.000 Euro. Genau. Aber, mein Gott, wenn... Dafür haben wir auch den entsprechenden Luxus. So, machen wir bitte auf den Schrank hinter dir, dass wir mal sehen, da ist... Perfekt für die Kaffeemaschine. Also je nachdem, was natürlich dann gewünscht ist, kann man oberen Bord zum Beispiel gerne eine Kaffeemaschine reinsetzen oder auch Einleger für Rotweingläser oder Flaschen. Stark. Und hier oben, das finde ich ja besonders schick. Das Technikfach hier hat ein durchgehendes Brett. Da würdest du ja gar nicht mehr glauben, dass da Technik drunter ist, oder? Es ist sehr schick versteckt, wobei ich auch immer ein Freund der Technik bin. Also insofern bleibt es bei mir ab und zu auch mal offen. Hier siehst du, es ist so hoch, dass du dir eben nicht den Kopf dran stößt, also wenn es offen bleibt. Weil viele, viele Klappen hier sind ja gebogen und dann große Menschen stoßen dagegen. Hier eine Besonderheit, wir haben eine, ist hier eine Alde drin? Ja, ist eine Alde drin. Wir haben eine mit der Alde gekoppelte Dieselstandheizung mit drin. Das heißt, du hast nochmal eine Option mehr. Das ist ein Hybridheizungssystem. Das heißt, ich kann die Heizung zusätzlich einschalten zur Alde. Die Alde bleibt weiterhin die zirkulierende Heizung. Mit Gas dann? Mit Gas dann, genau richtig. Und die Dieselheizung kann mit bis zu 5,7 kW ordentlich Heizleistung schaffen und ersetzt fast vollständig die Gasheizung, je nach Außentemperatur. Das heißt, der nimmt sich den Diesel aus dem Tank raus. Wenn ich dann mit meinem 300-Liter-Tank auf den Campingplatz im Winter fahre, muss ich kein Gas mehr nachbunkern. Das ist der Vorteil, oder? Kann denn 4, 6 Wochen stehen? Ja, also der Punkt ist tatsächlich 180 Liter. Haben wir serienmäßig schon drin und weitere 100 Liter Dieseltanks sind auf im Grunde optional erhältlich. Dann habe ich 280 Liter, da kann ich schon eine sehr lange Zeit stehen. Und ich kann natürlich da tanken, wo es günstig ist. Also das ist auch ein Vorteil. Und hier siehst du das etwas bessere CBE-Bedienpanel. Ja, da ist natürlich Luxus pur drin. Das ist so ein bisschen State of the Art, aber es macht letztendlich auch nicht mehr wie das andere. Ja, im Grunde genommen sind es die gleichen Bedienungen, die ich habe. Teilweise etwas komfortabler, die Übersicht ist etwas besser, aber im Grunde genommen halt ein Hauptbediendisplay. Ein Gastank ist hier verbaut. Ich guck mal gerade. Ein Gastank ist drin, ja. Das ist der Fernschalter, ja. Genau, rechte Seite ist die Gasflaschenkasten. In der Mitte haben wir jetzt den Gastank. In diesem Fall handelt es sich um den Crash-Sensor, den ich von hier oben komfortabel ein- und ausschalten kann. Dann habt ihr einen Telair aus Italien, ein 230 Volt Generator, der ist hier mit an Bord und der hat die Möglichkeit, die Batterie auch während der Fahrt und auch im Stand zu laden. Der ist relativ laut, also nachts um 2 würde ich ihn nicht anmachen, aber wenn ich irgendwo an der Algarve-Küste stehe, an der Seite ran, das glaube ich kein Thema. Man kann sogar denn während der Fahrt die Klimaanlage voll laufen lassen, oder? Also auch gerade über den Ladebooster können wir schon viel Leistung abrufen, wobei das ja die kleinste Variante an Generator ist. Wir haben auch noch die Möglichkeit, einen Dieselgenerator einzubauen. Das ist natürlich bei Fischer Panda, das ist natürlich ein Vielfaches an Preis. Interessanterweise ist der Fischer Panda 3 bis 4 Mal so leistungsstark, ist aber deutlich leiser als die Tel-Air-Variante. Aber auch fairerweise muss man sagen, dass der Fischer Panda schnell bei 25.000 Euro liegt. Und das wird dann auch schon gut überlegt sein. Ja, so ein Tel-Air lassen sich viele einbauen, machen ihn nie an, weil die Solaranlage schon so performant ist. Teilweise machen die Leute, also hier aus solchen Autos kriegst du auch schon mal 1,5 Kilowatt kriegt man aufs Dach, oder? Das ist gar kein Thema. Das Problem ist bei den Generatoren, wenn sie nicht benutzt werden, dann ist es so, dass sie auch Probleme erzeugen. Wenn ich dann einen Generator mal ein Jahr lang nicht mehr laufen lassen habe und den dann wirklich nur für eine halbe Stunde laufen lasse, dann gleich wieder ausmache, das tut dem halt auch nicht gut. Also da unbedingt auch an diejenigen, die den Generator haben. Kleiner Tipp, mach den schon 5, 6 Mal im Jahr wirklich an und lass den auch wirklich mal ein paar Stunden laufen. Ja, wichtig, dass er nicht sich kaputt steht. Hier hast du den Fernseher mit drin. Der ist natürlich hier mit der Rundsitzgruppe. Die Rundsitzgruppe, was ist so magisch an der Rundsitzgruppe? Also bei der Oma wollte ich immer da sitzen in der Eckbank, in der Küche. Kennst du das? Ist so gemütlich. Ja, also ich glaube, hier ist der Charme einfach, dass wir so viel Liegefläche haben und dass eigentlich so viele gemütliche Ecken entstanden sind. Da streitet sich keiner um die eine gemütliche Ecke auf der L-Bank, sondern hier hat jeder seinen Platz und
ja, kann den Abend auch entsprechend ausklingen lassen. Da habe ich bei Karthago gesehen, da kann man so eine Bank verlängern. Du hast es eben angedeutet. Geht es elektrisch oder wie läuft das? Das haben wir hier drunter, so einen Hebel. Den können wir komplett ziehen. Und dabei geht das weitere hintere Polster auch weiter raus, um eben eine Stützung im Rücken zu schaffen. Boah, ist das cool. Das heißt, ich habe eine richtige Fernsehlounge und kann mich hier lang machen. Das ist ja stark. Tatsächlich auch noch Stauraum. Das heißt, wenn ich den Tisch ein Stück zur Seite schiebe, kann ich das hier noch hoch machen und dann habe ich da drunter reichlich Stauraum für alles Sperrige. Ist ein schönes Geheimversteck, weil ich weiß nicht, ob der Dieb das war. Oh gut, jetzt hat er das Video gesehen. Jetzt hat er das Video gesehen und dann ist er auch, dann ist zu spät. Toll, aber das ist wirklich gut. Das heißt, du kannst auf Knopfdruck die Durchgangsbreite vergrößern oder verkleinern. Die Küche ist Mineralwerkstoff. Das ist heute Standard, glaube ich, in der Industrie. Machen alle so? Ja, das hat natürlich, ist sehr pflegeleicht und es ist natürlich sehr schön von der Form. Die Formgebung, wenn man sich das hier so anschaut, sie ist halt platzsparend und trotzdem habe ich genug Tiefe, um zu arbeiten. So, was ist da oben drin, die Kaffeemaschine? Wir haben jetzt hier oben noch ein Zusatzfach. Okay. Dahinterliegend ist dann die Kaffeemaschine. Wo denn? Mal schauen, wo der Schalter ist. Ha, jetzt habe ich ihn einmal. Ich muss mich nochmal revanchieren gerade eben, weil ich habe was nicht gewusst. Und dann. Ah, du findest alles, das ist schlimm bei dir. Ja, manchmal dauert es eine Sekunde länger, aber. So, wie von Geisterhand. Sieht natürlich schon so aus, als würde es kaputt gehen, aber die funktionieren gut in der Praxis, sind erprobt. Also sie werden auch sehr unterschiedlich genutzt. Wir haben häufig auch in diesem Dreieckschrank hinter mir dann auch eine größere Kaffeemaschine stehen und dann wird das zum Gewürzboard. Aber also ein Vollautomat. Immer sinnvoll dann gelöst. Also Vollautomaten sind auch ein Thema. Wenn ich mal eine Steckdose irgendwo im Schrank brauche, ja, könnte ich die nachrüsten oder gibt es das schon ab Werk? Also im Grunde genommen kann man ab Werk schon Zusatzsteckdosen beantragen. Es ist immer eine technische Vorabprüfung notwendig und zur allergrößten Not bauen wir das ein und dann passt es schon. Was auch noch ein Traum ist in dieser Küche, das muss unbedingt gezeigt werden, ist tatsächlich die Haushaltsteile, die wir hier mit verwenden, dass wir auch wirklich bis tief in die Ecke hinten den Platz ausnutzen. Kenne ich. Die Küche ist immer ein bisschen gefährlich, weil man natürlich das hintere Eck immer schlecht nutzt. Keiner krabbelt in den Schrank rein und so kann ich das komplett. Ja, es gibt Reisemobile, da sind die sogar zu. Da wird der Raum komplett verschenkt und hier kann ich ihn bis hinten, das hat zwei Ebenen. Zeig mal drunter nochmal, genau, das gleiche in grün. Die zweite Ebene. Boah, da kannst du ja alle Töpfe, alles reinmachen. Ja. Zu einer großen Küche gehören auch entsprechend viele Töpfe. So, dann hast du ein Dometic. Kühl-Gefrier-Kombi mit drin. Sag mal, so ein Kissmann kriegt man nicht hier rein, oder? Auch nicht gut gegen gutes Geld. Ein Kissmann ist leider 3 cm breiter und passt in den Korpus nicht rein. Gibt es eine Alternative im Bereich natürlich Haushalt? Dometic ist ja schmaler, das ist schon gut. Wenn ich jetzt unbedingt, ich meine, der ist ja gut, der Kühlschrank, aber wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne einen größeren Kühlschrank, brauche vielleicht die Gefrierkombi nicht so, kann man darüber reden? Gibt es da einen Sonderbau? Also dann würde man tatsächlich den Kühlschrank wahrscheinlich ab Werk komplett abbestellen und würde dann tatsächlich auf den unteren Auszugsschrank verzichten. Da wird man das Ganze komplett einkürzen, irgendwo hier noch Regale einbauen und dann kriegt man auch den Kissmann rein. Wenn ich den bei euch kaufe, kann man über solche Sonderwünsche mit euch diskutieren? Das Besondere ist, dass wir eine sehr große Möbeltischlerei bei uns haben und wir verwenden ausschließlich das Originalholz des Herstellers. Es fällt also gar nicht auf, dass etwas nicht der Serie entspricht. Das Originalholz kriegt ihr? Das Originalholz, genau. Da bestellen wir palettenweise das Originalholz vom Hersteller. So, hier siehst du natürlich auch eine schöne Ecke, die ist beleuchtet. Was ist hier drin? Ist das nur Stauraum? Oder? Das ist Stauraum und was auf jeden Fall, also perfekter hätte man es sich lösen können, es befindet sich eine leichte Wölbung hier drin, in dieser Seitenwand, die von der Tür hier mit aufgenommen wird. Die Tür auch selbst ist gewölbt. Und, so ist es. Ich zeige das gerne einmal. Das schafft wieder Raum, oder? Und gerade wenn man jetzt reinkommt und die Tür ist geschlossen, wir haben ja hier ein sehr dunkles Holz, ist es trotzdem durch die Wölbung und die dezente Anstrahlung, ist es einfach offen und es wirkt einfach freundlich. Da ist wirklich, die haben alles durchdacht, zumal hier ist die Garderobe und da du immer an die Kleidung kommst, die trägt ja ein bisschen auf, die Garderobe, wenn sie hängt, hat man das ein bisschen vorgebaut, dass du eben nicht da dauernd rankommst, die ist eingelassen in der Wand. Zusätzlich habe ich ja sogar noch auf der rechten Seite einen Platz für den Regenschirm. Auch der steht ja ständig im Weg, gerade wenn der abtropfen soll, gerade wenn man nicht richtig verstauen kann, der passt hier perfekt rein. Tja, also ein tolles Fahrzeug. Also wenn ich überlege, Preis-Leistungs-Verhältnis hier im Vergleich zum 7,5-Tonner, da muss ich schon sagen, da bist du nicht weit weg. Klar, sind vielleicht nochmal 100.000. Also insofern. Ja, aber gut, muss ich dann halt machen, ja. Hier sehen wir sehr schön, dass die Auszugstreppe diesmal, wir haben bei Phoenix ja eben gesehen, da waren Bretter mit drin. Hier ein Auszug, kann man den öffnen? Ist da was drin? Den kann man komplett oben und unten öffnen. Das heißt, hier ist komplett Stauraum drin.
Das untere Element kann man ebenfalls öffnen. Ach, die kenne ich, die habe ich bei mir im Cruiser auch drin. Ja. Das ist genau die Treppe habe ich auch. Und hier ist noch ein Zusatzfach dann. Dass sie natürlich hier in dem Großen auch mit drin ist, ist auch klar. Das Bett ist jetzt das gleiche, allerdings hier ein bisschen schöner. Muss man fairerweise schon sagen, der Alkoven hier ist ja ganz neu designt. Also innen sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied. Was aber ziemlich cool ist, guck dir mal das Bett an, wie viel Raum du hier hast. Und wenn du überlegst, dass du mit den Füßen, wenn du da 10 cm weiter wärst, wärst du auf der Straße. Also da ist jeder Zentimeter genutzt. Das ist ja auch die große Herausforderung, dass man wirklich eine Raumaufteilung schafft, die so vielen Kunden wie möglich wirklich einfach zusagt. Boah, das heißt, ich sehe weder den Schlafbereich, wenn ich hier jetzt unterwegs bin, den kann ich komplett abtrennen, kann den zumachen. Wenn ich Gäste bekomme, habe ich meine Rundsitzgruppe da vorne, habe das Lenkrad da nicht mit drin, bin über allem mit 3 Fenstern, hatte ich Panoramasicht. Für Leute, die sowieso immer die große Scheibe zumachen direkt, ja, ist das hier doch genial. Du hast eine getönte Scheibe, da kann keiner von außen reingucken, da ist ein riesen Wohnraum mit drin und alles ist getrennt. Der schläft, wird nicht gestört. Also man darf ja auch hier nicht vergessen, dass wir bei einer Baureihe sind, die ja Liner ähnlich ist, also wie beim Liner Atego, auch von den gesamten Möbeln her. Er ist aber gute 40.000, 50.000 Euro günstiger als ein vergleichbarer Liner, weil der Aufwand hier etwas geringer ist. Man kann natürlich auch mit dem Zubehör wieder etwas übertreiben und ist dann schnell bei einer Differenz von nur noch 20.000 Euro, aber man kriegt für sein Geld wirklich sehr viel. Der Werterhalt von den Cruisern, das ist ja eine eigene Zielgruppe, das ist ja weder Fisch noch Fleisch für so voll integrierte Fahrer, für Linerfahrer, die da ist, aber es gibt eine feste Zielgruppe. Wie viel Prozent der Fahrzeuge sind dann Cruiser, die ihr so verkauft? Also die ganz schwierige Frage, die wir verkaufen oder die das Werk herstellt? Die ihr verkauft, weil ihr seid ja... Also ich würde sagen, dass jedes vierte Concorde-Fahrzeug, das wir verkaufen, ist tatsächlich ein Alkoven. Das ist aber nicht der Atego alleine, sondern auch der Daily. Wir verkaufen zum Beispiel auch sehr viel den 791 RL, also die Kurzvariante auf Daily, extrem beliebt. Und im Grunde um das Gleiche wie hier, nur in kleinerer Form. Kleinerer Form, auch gut Stück günstiger, noch kompakter, noch leichter. Ich meine, wenn du über 7 Tonnen bist, hast du auch natürlich Fahrbeschränkungen bei dem einen oder anderen. Gilt natürlich in vielen Ländern nicht, weil die nur für LKWs sind, aber viele sind da haben so ein bisschen Bammel, wenn du hier mit dabei bist. Aber wenn du einmal die große, natürlich Klasse für dich entschieden hast, dann hast du natürlich ein ganz anderes Problem. Wenn du mit so einem Teil natürlich auf dem Campingplatz fährst, dann kann es schon mal sein, dass sich Leute beschweren, weil der doch sehr hoch ist. Du hast eine Wand, Schatten wirft oder du kannst ja nicht mehr auf den See gucken vielleicht. Ja. Wie gehst du denn damit um? Du fährst ja öfter schon mal um Platz mit einem großen Fahrzeug. Also ich versuche da schon Rücksicht zu nehmen. Also manchmal ist es auch einfach so, dass wenn man im Smalltalk oder einfach miteinander spricht, kann man schon vieles regeln, dass man da nicht in Anführungsstrichen mit Scheuklappen über den Platz läuft. Das ist mal ganz wichtig, finde ich persönlich. Und das Zweite ist, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich Stellplätze einfach sucht, die einfach größere Plätze haben. Dass man da einfach wirklich nicht einen Platz nimmt, der vielleicht 5 Euro günstiger ist, aber dann wie die Sardinenbüchsen aneinander stehen, sondern vielleicht 5 Euro mehr zahlt und dann große Plätze hat. Ja, es gibt auch Plätze, bei denen Liner ganz normal sind und da fühlt man sich vielleicht so ein bisschen unter sich, aber das finde ich halt auch ein bisschen blöd, weil Camper sind genau dieselben. Ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, unter sich muss ja gar nicht sein und gerade wegen der Hecksitzgruppe hat man ja sehr, sehr schnell Leute auch im Fahrzeug drin, die dann den Abend mit einem zusammen verbringen, weil man natürlich dann in das Fahrzeug geht mit der schönsten Sitzgruppe, um dann so ein bisschen... Schon ein bisschen gemütlich zu sein. Mach mal auf bitte hier. Der Kleiderschrank, das weiß ich gar nicht, haben wir schon reingeguckt? Wir haben so viele Autos schon geguckt. Bisher noch nicht. Und der ist so groß, dass man hier auch Kleidung mitnehmen kann für mehrere Monate. Man kann aber auch die Kleidung natürlich mit so einem Staubsauger, das hast du vielleicht schon mal gesehen, man kann die vakuumieren und kann die unten in die Garage legen, sodass ich dann die Kleidung dann für den Winter dann sehr, sehr platzsparend unterbringen kann. Wir haben auch viele Kunden, die tatsächlich Garagenplätze mieten. Die kommen dann nach 5, 6 Monaten wieder und wechseln die Sommer- zur Winterkleidung und räumen einmal komplett um. Aber da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Waschmaschine, wäre das hier ein guter Platz für eine Waschmaschine? Also hier passt tatsächlich durch die seitlichen Stege perfekt so eine 3-Kilo-Maschine rein. Wenn wir eine Miele-Waschtrockner zum Beispiel haben wollen, müssen wir den äußeren Rahmen etwas ausklingen lassen, haben wir alles schon gemacht. Ein sinnvollerer Platz ist tatsächlich vorne rechts, weil da haben wir ja noch einen zusätzlichen Kleiderschrank. Wenn wir mal rechts schauen. Das würde gehen. Genau. Okay. Ach, natürlich. Und da würde sie gar nicht stören. Und hier stört sie überhaupt nicht und hat auch die entsprechende Tiefe, weil der Schrank ist etwas tiefer als ein Frontlader. Kleiderschrank. Genau, richtig. Also das andere wäre ein Toploader. Wir sind da flexibel. Es gibt ja immer einige Kunden, sagen, es muss eine Bauknecht sein oder es muss eine Miele sein. Am Ende des Tages ist es für uns nur entscheidend, passt es vom Maß her. Und
Also Deo Mini habe ich drin gehabt, ist auch eine ganz hervorragende, kommt in die Garage rein, geht auch. Habt ihr sowas mal verbaut? Ne, Deo Mini? Viel in den Gaskästen. Das in den Gaskästen. Genau, das haben wir sehr häufig, ja. Sehr schön. Also statt Gaskasten, zwei Gasflaschen, eine kleine Deo Waschmaschine mit drin. Hier unten hast du noch ein Soundsystem. Was hat das für einen Zweck? Das Soundsystem soll einfach dafür sorgen, dass das ganze Kinoerlebnis hier entsprechend auch rüberkommt. Wir haben auch hier ein komplettes Surround-System drin, inklusive Subwoofer. Kann ich einfach über das digitale Touchscreen dann ansteuern. Ja, der Baldachin ist inklusive? Der Baldachin ist inklusive und was ich ganz persönlich als ein absolutes Highlight empfinde, ist die obere LED-Leiste, die hier das Ganze abschließt, weil wir haben immer wieder bei den Baldachinen das Thema, dass die Kante war vorher offen gewesen und in den neueren Modellen wurde jetzt hier noch eine zusätzliche Leiste eingefügt und dadurch macht es die Ganze noch mal luftiger nach oben hin. Woher weißt du das alles? Du bist auf den Händler sagen gewesen. Pures Interesse. Du guckst dir alles genau an. Ja, so ist das, genau. Das machst du auch wirklich aus Interesse. Also das, ja, nicht, ich nicht, weil auf wie ein Schwamm und ja, lass ihn wieder los. Du bist ja noch jung, aber ich kann mir leider auch alles merken. Ja, das ist so. Beim nächsten Mal werden wir dann sagen, komm, das ist so und so und so. Und wir machen jetzt Feierabend für heute. Wir werden uns morgen nochmal sehen. Ich werde dir aber nochmal genau sagen, wir werden dann nochmal telefonieren. Ich muss einen Termin noch abstimmen. Aber wir werden nochmal drehen, mindestens 2 Stunden auf der Messe. Freuen. Und dann gehen wir nämlich zu einer anderen Marke, die ihr habt. Etwas günstiger, yeah. Keine Frage, es ist Malibu Reisemobile, die ihr habt und das sind teilintegrierte und vollintegrierte mit viel weniger Kosten. Das stimmt, aber das einzig Wichtige ist, sie haben einen komplett durchgängigen Doppelboden und das schauen wir uns morgen an. Das schauen wir uns an. Luca Reimers, wo seid ihr denn ganz genau? Wir kommen aus Idstedt, das ist ungefähr 30 Minuten nördlich von Hamburg. Und da kann man sich die Fahrzeuge gerne in Ruhe anschauen. Wir haben eine große Ausstellung da vor Ort. Ja, ihr habt fast 30 Techniker festangestellt und Technikerinnen, die dafür sorgen, dass auch Nachrüstungen gemacht werden können. Ihr baut sogar Festtanktoiletten in kleinere Fahrzeuge, auch in Malibu schon mal eingebaut. Malibu ist sogar ein Dauerthema, weil da die Kunden den Komfort haben wollen. Durch den Doppelboden ist es da relativ einfach. Schwieriger wird es bei Fahrzeugen, die keinen Doppelboden haben. Das ist schon manchmal gar nicht so leicht. Du bist verrufen als der Techniker. Das habe ich gerade eben erfahren, als ich bei Phoenix war. Das Thema Technik, Machbarkeit und so weiter und so fort, das macht dir Spaß, die Leute zu beraten, oder? Also der Punkt ist, dass ich häufig Dinge bestelle in der Firma, um einfach was auszuprobieren. Da ist auch vieles dabei, was ich nie wieder einbauen würde. Aber wir sind dafür bekannt, wir probieren einfach alles aus. Und wenn es passt, dann modifizieren wir es so lange, bis es dann... Ja, genau. Ich bringe dir meinen neuen Laserbeamer mit. Der ist bereits schon eingetroffen. 2000 Ansilumen, 3 Laser, geht tageslichttauglich, ist winzig klein und ich will einen Laser mal in einem Reisemobil haben und das werden wir dann mal machen. Luca Reimers, dreh dich mal bitte um, ja, dass wir gerne. Das haben. Ein kleiner Stick Reimers Reisemobile GmbH. Wir sind am Stand von Concorde. Vielen Dank für das nette Gespräch. Tschüss. Ja.